So, und die können wir jetzt endlich mal aufwerten. Weil wenn die geschmierte Klingen haben, bessere Rüstung, dann wird's richtig gut. Und wer greift mich hier an? Wer greift denn hier an? Berserker, Frischfleisch für euch. Die können leider nicht leveln wie normale Bataillonen, aber sind dafür so schön overpowered. So, das machen wir auch mal kurz kaputt. Ihr kriegt nochmal schön schwere Rüstung. So, da haben wir das Gehöft gerade mal zerstört. Und die machen auch bei Gebäuden so viel Damage, diese Typen. So, hier seht ihr schon eine Einheit mit geschmiedeten Klingen. Sehr schön. Und dieses goldene, ich kann ja nochmal ran zoomen, hört auf, meine Berserker zu killen. Dieses goldene hier, das ist die schwere Rüstung, von der ich gesprochen habe. Und die wird uns noch extrem helfen. Und meine Urukai bekommen langsam Hunger. Und ich glaube, ich werde mal ein bisschen mehr von denen jetzt rekrutieren. Oh. Wir werden angegriffen. Ach. Saruman, könntest du da vielleicht mal drauf gehen? Dank dir. So, Saruman, nochmal drauf. Palantir, zack. Hier ist erstmal nichts vom Feind zu sehen. So, Saruman, du schaltest den Rest aus. Boah, und die nehmen hier eiskalt eins nach dem anderen unser Gehöfte auseinander. Das ist echt Kacke. So. Eine Bataillon kann das jetzt mal sichern. Wir werden das hier langsam schaukeln. Wir werden uns hier ganz gechillt umgucken. Wollt ihr mich verarschen? Hier. Eine Bataillon von euch. Ihr werdet euch die jetzt mal holen. So, Geld, 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 Geld. Danke. Holt euch diese verfluchten Bauern. Und mit Bauern meine ich in diesem Fall auch Bauern. So, Saruman geht fleißig um die Map rum. Das ist schön. Ah, Frischfleisch kommt über den Damm. Ja, wenn ihr dauernd Hunger bekommt, dann killt sie doch. Das wäre doch mal echt eine Idee, oder? So. Da sehen wir schon, wie stark die sind. So, hier können wir gleich einen Vorposten bauen. Saruman, holst du sie dir? Bumm. Gut, Saruman macht da schon ein bisschen Action. Aber noch will ich keinen Angriff wagen. Hier wird ein Militärvorposten hinkommen. Das heißt, dreimal eine Festung. Eine Isengard-Dingsens. Ihr wisst schon. Ihr Schweine. So, Isengard-Festung braucht noch ein bisschen Geld. Aber hier wird ein Militärvorposten hinkommen. So, hier kommen auch immer wieder neue Einheiten, das ist sehr, sehr schön. Und hier wird jetzt gemetzelt. Habt ihr es hier geschafft? Sehr gut. Ich bin stolz auf euch. So, da sind schon zwei Typen, oder was heißt Typen? Zwei Leute stationiert. Ihr zieht euch erstmal zurück, weil hier ist das Lager des Feindes. Und Saruman wird jetzt mal zu seinen Haupttruppen vorstoßen. Das ist fertig, das ist sehr schön. Hier steht noch ein Bauer. Kann sich den mal jemand holen? So. Der Bauer stört mich nämlich. Wunderschön. So, hier haben wir Feindesansammlung. Ja, dann kämpft ihr mal so gut ihr könnt. Ich werde euch killen, so gut ich kann. Alter Schwede, das ist groß, das Ding. Ja, kämpft immer gegen Saruman. Hier haben wir ein Gehöft. Hier haben wir noch Flüchtlingslager. Okidoki. Wir müssen erstmal schön alles aufwerten. So. Rohstoffe bitte. Danke. Saruman, geh doch da mal. Nee, ganz ehrlich, Saruman, verpiss dich erstmal. Und ihr lasst euch das auch gefallen, von diesen Elben die ganze Zeit erschossen zu werden, ne? Das fasse ich ja nicht. So, ich brauche jetzt eine Menge Isengard-Urukai. So, zack, zack, zack. Helft euren Kollegen doch vielleicht mal. Oh, Leute.
Verdammt, ich fasse es nicht. Ich hasse diese Typen. Von überall nerven sie mich. Es ist einfach wirklich so. Anders kann man das nicht sagen. Von überall müssen diese Typen uns nerven. So. Diesen Fluss hier kontrollieren wir schon ganz gut. Oh ja, die Berserker hauen echt rein. So. Schön aufwerten hier. Mehr Geld, bitte. Fuck it. Das will ich hoffen, Saruman. Bums. So, jetzt kommen schön viele Uruk-hai hier wenigstens. Das ist sehr schön. Ach, das sind berittene Bogenschützen, oder wie? Und ihr habt keine schwere Rüstung. Na geil, wenn ihr keine schwere Rüstung habt, ist das natürlich ein bisschen scheiße. Hier habt ihr welche, wenn ihr es denn überlebt. Sieht aber ganz gut aus. Mann, 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 man kommt hier auch nicht hinterher mit dem Produzieren. So, jetzt werden wir hier mal eine kleine Verstärkung brauchen. Gut, hier haben wir ja schon diese Flussseite, haben wir ja einigermaßen schon in Griff, möchte ich mal sagen. Und wir können hier eigentlich mal diesen Vorposten da oben nochmal holen. Wenn er nicht schon vom Feind geholt ist. Und er ist noch frei. Sehr schön. Mehr Truppen können wir nicht befehligen. Das ist endlich mal eine richtig schöne Nachricht. So haben wir hier hinten noch irgendwas. Ein Höhlentroll haben wir da, ne? Jawohl. Saruman, du holst hier den Höhlentroll. Dann haben wir auch schon so ziemlich den Feind surrounded, möchte ich mal sagen. Also so ziemlich. Nicht wirklich, aber so ziemlich. Verdammt, das wird schwer. So, keine Truppenrekrutierung mehr möglich momentan. So, das Höhlentroll-Ding da oben gehört uns. Das sollte klar sein. Uruks. So, ihr geht jetzt mal weiter und holt euch hier unten die Flüchtlingslager. Und hier ist noch das Frischfleisch. So, Saruman. Kriegst du es hin? Sehr schön. Jetzt habt ihr hier das geholt. Wunderschön. Das gibt fleißig Rohstoffe. So, jetzt drauf hier. Holt euch das Ding. Jawohl. Schwere Rüstung bekommt ihr nochmal. Sehr gut. Fuck, okay. Zieht euch ein bisschen zurück. Noch will ich nicht die Festung angehen. Ich will erstmal hier unten alles wegholen. Ja, sehr schön, Leute. Sehr schön. So, hier unten haben wir noch Flüchtlingslager. Nicht zu nah an die Festung ran. Ich bleib dabei. Ja, rennt um euer Leben. Das könnt ihr machen. Aber ob ihr entkommen werdet, ist eine andere Frage. So. Ach du Heilige. Saruman. Fuck. Fuck. Das ist echt gerade ein bisschen fuck hier unten. Abfuck, wenn man so will. Aber die kriegen das schon ganz gut hin. Los, 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 los. Ach du Heilige. So, Saruman kommt schon. Das ist schön. So, einigermaßen kriegen wir das hier ja schon hin. Erledigt den mal bitte kurz. In den Rücken, jawohl. Die metzeln schön. Die Flüchtlinge. Eieieiei. Immer noch keine neue Truppenrekrutierung möglich, doch. So, die Berserker mal bitte hier hin. So, welche Aufgabe haben wir zerstört? Zerstöre die Flüchtlingslager, okay. Hier unten müssen wir noch das zerstören, dann können wir auch das vierte Sägewerk bauen. So, Saruman. I trust in you. Mann, hier haben wir auch noch überall Flüchtlinge, Leute. Könnt ihr die nicht mal killen? So, jetzt müssen wir kurz warten, bis wir das richtig erobert haben. Und die Uruk-hai kriegen langsam Hunger, das ist schön für sie.
Aber hier sollen sie erstmal alle schön wegholen. Wo greift der Feind an? Ja, kommt dann etwas weiter nach vorne bitte. Saruman kann auch mal mithelfen. Und gleich werden wir sie richtig fertig machen. Macht sie fertig jetzt. Okay. Sie schicken immer wieder neue Einheiten raus, aber gleich werden wir den Generalangriff wagen. Und mit Generalangriff meine ich, alle Einheiten gehen drauf. Wer ist denn da schon drin? So, habt ihr alle Updates? Gut. Dann möchte ich, dass wir alle vors Tor kommen. Ihr könnt nochmal Bannerträger bekommen. Okidoki. Jetzt geht's ab. Saruman. Führe unsere Truppen in die Schlacht. Vorwärts. Sie machen natürlich nicht ihr Festungstor zu. Das ist extrem schlau. Bumm. So. Erstmal alles rein. Die haben nicht mal alles bebaut, die Trotten. Wir müssen nur die Hauptgebäude ausschalten. Dann haben wir schon geschafft. So, alle Truppen rein hier. Und mit alle Truppen meine ich alle Truppen. So, erstmal auf die Kathedrale, dann können sie, oder Zitadelle, dann können sie nämlich keine neuen Gebäude bauen. Das ist sehr schön. So. Ich mache das mal kurz weg. Und setze den Sammelpunkt mal hierhin, aber ihr seht, wir wüten auch schon gut in der in der gegnerischen Festung und jetzt werden die ganz langsam nach Strich und Faden auseinandergenommen. Wir sollten alle Aufgaben haben. Jawohl, und jetzt werden alle Truppen des Lichts vernichtet. Hier unten sind noch welche, die holen wir uns dann gleich, aber erstmal holen wir uns hier dieses Lager. So, hier ist noch ein schönes Gehöft. Ach ja, herrlich. So, und das ist der Sieg für die Weiße Hand. Ja, perfekt. Da hat's genauso geklappt, wie ich wollte. Und die Pforte Rohans ist gefallen. Kampfstatistik, die sieht sehr gut aus von den Punkten her. Auch alle Bonusaufgaben wurden erfüllt. Saruman hat gelevelt und dazu noch eine Menge Einheiten, die jetzt auch richtig gute Rüstung bekommen haben und die beste Bewertung, die es gibt, sehr schön. Kampfstatistik können wir nochmal gucken. Ausgebildete Einheiten 290, errichtete Gebäude 52, auch nicht schlecht, 59.000 gesammelte Rohstoffe, verdiente Fähigkeitspunkte einen. Dann haben wir noch zerstörte feindliche Einheiten 490, das ist auch gut, zerstörte feindliche Gebäude 22, einen Zeitbonus gibt es auch. 30 Minuten locker geschafft und ja, eigentlich kann man da nicht meckern, wie ich finde. Und ja, mal sehen, ob wir jetzt als nächstes den Saumfangons angreifen oder was Saruman noch so für uns bereithält. So, die haben in dieser Mission gut viele Feinde gekillt. Das sind die Uruk-Killer. So nenne ich sie jetzt einfach mal, weil sie extrem viele Feinde gekillt haben. Eine Urukai-Horde, die wir erst hier ausgebildet haben. Also die meisten haben nicht überlebt, ihr seht, die meisten wurden erstmals in Pforte von Rohan ausgebildet. Aber eine, die jetzt 38 gekillt hat, nenne ich mal Horde des Todes. So, damit wir auch ein bisschen Charakter reinbringen. Die Horde des Todes. Also, das kann noch witzig werden hier mit unseren Kollegen. Eine Uruk-Killer, eine Horde des Todes und einmal hier Berserker. Nee. Ach, jetzt fällt mir nichts ein. Berserker Killer. Mann, das ist so scheiße, ne? Die Namen sind echt unkreativ, die mir hier einfallen. Aber dann haben wir ja jede verschiedene Einheit einmal einen eigenen Namen geben, also jede Art. Und das ist doch schon mal was. Pforte von Rohan erobert, plus 25 Kommandos. Die Gemeinschaft wacht über den Ring. Während sie ruht, werden die Urukai angreifen. Ja, und das nächste Mal sehen wir uns wieder, wenn es
bei den Hügeln von Amon-Hen richtig zur Sache geht. Bei der Schlacht gegen die Rohirrim. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, Freunde.